Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 96. Folge des Nordsee-Podcasts. Nur noch ein paar Tage, dann ist er da, der Wonnemonat Mai. Der Monat, in dem die Natur explodiert, in dem alles grünt und blüht und leuchtet und duftet und in dem der Norden ganz besonders schön ist. Für viele ist es aber auch ein Monat, in dem sie Ja sagen. Und dabei geht es ja heutzutage irgendwie nicht mehr nur um das Ja, sondern auch um die Location. Und da gibt es auch an der Nordsee viele, viele attraktive Locations. Man kann am Strand heiraten, in einem Badewagen heiraten, auf dem Leuchtturm heiraten und man kann auch auf einem Kutter heiraten. Zum Beispiel in Ditzum auf dem Fischkutter Heike. Und da ist man dann mit Wilfried Voss unterwegs. Das ist der Kapitän und mit dem habe ich mich unterhalten und der hat da echt schon einige Sachen erlebt. Und er erklärt gleich auch, warum man beim Hochzeitstermin besser auf die Tide achten sollte. Moin, Herr Voss. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Heute Nachmittag waren Sie noch mit dem Kutter unterwegs, oder? Heute Nachmittag war ich mit dem Kutter unterwegs. Eine kleine Tour von meinem Liegeplatz zur Bücherwerft und musste den Kutter neu streichen. Mal gucken, ob wir noch Planken neu haben müssen und so weiter. Aber nur ist es mal an Land. Das heißt, jetzt ist der Kutter gar nicht im Wasser? Nee, genau. Aber war der den ganzen Winter über im Wasser? Ja, ich bin eigentlich von November bis Ende März immer im Museumshafen in Leer, direkt vor der Waage, am Rathaus liege ich dort. Bin dort im Schipperklöcher, wir machen dort den Weihnachtsmarkt, den Maibaum. Und dann bin ich jetzt wieder zurück nach Ditzum, habe jetzt die erste Fahrt gemacht über Ostern, so mit den Leuten zum Emsperrwerk hin und zurück. Und jetzt steht demnächst die erste Hochzeit an. Das ist nämlich das Besondere am Fischkutter Heike, dass man auf dem Kutter heiraten kann. Und ich glaube, das ist der einzige Kutter an der Nordseeküste, auf dem das möglich ist, oder? Also irgendwo in Büsum soll noch einer sein. Aber das stimmt. Sagen wir, es ist der einzige Kutter an der niedersächsischen Nordseeküste, auf dem das möglich ist. Ja, genau. 2007 hat der Auszubildende, der aus dem Kutter Fischereigeselle geworden ist, der hat gesagt, ich möchte gerne heiraten. Wieso kann man auf deinem Kutter nicht heiraten? Das möchte ich gerne. Und dann habe ich den unseren Bürgermeister eingeschaltet, der war total begeistert, der Herr Baumann. Und der hat das dann voneinander bekommen und hat gesagt, okay, ab 2007 hast du die Genehmigung. In Ditzum und in Jemgum mit Leuten, die das da wieder heiraten. Das ist bestimmt gefragt, oder? Ja, wir haben erst gedacht, das wird überhaupt nicht angenommen. Aber das wurde ja immer so ein bisschen gelockert. Ich habe ja damals auch im Zimmer gesessen mit 3x4 Meter, mit 2 Stühlen und Tisch. Das war ja nicht so prickelnd und das wurde ein bisschen gelockert. Und da waren wir nicht ganz froh mit dem Kutter, dass wir das machen durften. Findet denn die Trauung auf dem Kutter im Ditzumer Hafen statt oder dürfen Sie auch rausfahren? Nee, die Hochzeit findet in Ditzum im Hafen statt. Ich bin auch mit Land verbunden, 53 Grad, 7 Grad und. Sonst ist es nicht rechtskräftig. Also nicht mit dem Kutter rausfahren, irgendwo auf der Ems zu heiraten, das wäre dann nicht rechtskräftig. Das ist so, man muss mit Land verbunden sein. Man darf nur mit festem Boden unter den Füßen heiraten. So sind die Regeln in Deutschland. Genau. und dann kommt die Standesbeamtin und die vollzieht das dann. Und die hat dann auch für diese Zeit, wo die dann heiraten, das Haus weg aus dem Kutter. Das dauert meistens, die machen immer Vorgespräche, so wie sie sich kennengelernt haben und. Und dann kommt das Ganze dann bei mir in der Kajüte unten. Muss auch im geschlossenen Raum sein auf dem Kutter. Man kann auch nicht irgendwo an Deck, sondern das muss im geschlossenen Raum mit Land verbunden. Das ist ja interessant, weil man kann doch inzwischen, glaube ich, auch am Strand heiraten. Nicht? Ja, genau. Das ist ja auch kein geschlossener Raum, aber okay. Aber ein geschlossener Raum im Kutter ist ja auch romantisch. Ja, auf jeden Fall. Aber Sie als Captain, Sie können die Trauung nicht durchführen, sondern da kommt schon die Standesbeamtin. Ja, das wäre mir auch eigentlich zu viel Arbeit. Ich habe hier noch viele Jobs nebenbei, überall Vorsitzende bei irgendwelchen Vereinen. Und dann müsste ich dann auch noch mit denen, die heiraten wollen, alles durchsprechen. Und da bin ich ganz froh, dass die Standesbeamtin das macht. Wir haben in Jemgum 2 Standesbeamte und 1 Standesbeamten. Auch der Bürgermeister, der ist Standesbeamter in der Gemeinde Jemgum. Er war auch schon mal an Bord, er hat schon mal eine Hochzeit gemacht. Was sind das denn für Menschen, die auf ihrem Kutter heiraten? Also der erste war ja der Auszubildende. Ja, genau. Und die anderen, die kommen immer von weiter her, also Ruhrgebiet und noch weiter südlich. Ja. Aus der Schweiz waren schon welche dabei, die kamen in Cowboy-Klamotten
Und dann musste ich dann mit denen fahren, mit N3 nach der Hochzeit eine Fahrt gemacht nach Bingum zur River Ranch. Die kommen aus allen Schichten der Gesellschaft, eigentlich von Arbeiter. Mittlerweile sind auch natürlich auch Mädels dabei. Das war ja 2007 bis 2010 hatte ich das überhaupt nicht. Zwar bis 2012. Und dann kommen zwei Frauen und hat auch noch zwei Männer. Und das finde ich auch ganz toll. Und ja, wird auch ganz gut angenommen. Sind es denn Urlauber, die das während ihres Urlaubs entdeckt haben, dass man auf dem Kutter heiraten kann? Oder sind Sie auf irgendwelchen Hochzeitsmessen im Winter vertreten, dass Sie da mit einem Bild Ihres Kutters stehen und dafür werben, auf dem Fischkutter Heike zu heiraten? Oder? Nee, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Also die gucken so lange im Internet, ja, die suchen etwas Besonderes. Und dann, wenn die mit dem Wasser verbunden sind und der Kutter, dann sind die natürlich gleich begeistert. Aber so groß ist ja so ein Kutter nicht, ne? Wie viele Menschen kann man denn da mitnehmen? Also für die Hochzeit können wir unten mit 18 Leuten in den Raum setzen. Und wenn wir ein bisschen rausfahren wollen, dann darf ich nur mit 12. Ja, einige, die machen die Hochzeit und gehen dann wieder weg. Und die anderen, die schmücken das ein bisschen aus. Die möchten noch eine Runde drehen, dann fahre ich meistens Ditzum raus bis Pogum, dann kann man in den Dollart gucken, 100 Quadratkilometer, schöne Wasserfläche und dann zum Emsberg wieder nach Ditzum hin. Das ist so eine Stunde Ausfahrt. Und das machen eigentlich die meisten. Ja, wenn man schon auf dem Kutter heiratet, dann muss man doch auch ein bisschen guter Erlebnis haben, ne? Ja. Wie alt ist denn der Fischkutter eigentlich? Der ist ja schon länger nicht mehr im Einsatz als Kutter. Nee, genau. Der ist 1964 gebaut. Und bis 96 war im Fischfang tätig. Und ich wollte immer schon mal mit dem Kutter oder mit dem Schiff hier auf der Ems fahren. Und dann hat mein Kollege gesagt, wir bekommen neue Stahlkutter, du kannst den alten Holzkutter von mir erwerben. Und so ist das eigentlich entstanden, das Ganze. Ich habe einen Verein gegründet, Ostfriesische Krabbenkutter, mit über 200 Mitgliedern. Und mit diesen Fahrten und mit diesen Hochzeiten finanzieren wir den Kutter. Sind Sie vorher nicht mit dem Kutter gefahren? Ja, ich bin einige Monate mitgefahren mit meinem Kollegen. Aber nie fest. Irgendwie hat es mir nicht so gefallen mit dem Fischen. Das ist eine Knochenarbeit. Ja. Und dann bin ich im Volkswagenwerk in Emmen angefangen. Und wenn ich dann oben in meiner Halle stand und dann konnte ich dann über den Deich gucken und dann sah ich den Dollart und habe gedacht, oh Gott, eigentlich möchtest du ja viel lieber mit dem Kutter als hier im Volkswagen Auto zusammenschrauben. Und ja, dann kam dann das Angebot von meinem Kollegen und dann habe ich den Kutter damals gekauft. Okay, das ist jetzt Ihr Kutter und Sie haben einen Verein gegründet, um den zu unterhalten. Genau, und der Kutter ist es eigentlich übergegangen in den Verein. Super. Also wir machen alles ehrenamtlich und was wir einnehmen, geht in die Vereinskasse, um den Kutter jetzt noch so lange wie möglich zu halten. Ja, so ein altes Traditionsschiff, das ist ja auch ganz schön teuer, wenn es jetzt auf der Werft ist wahrscheinlich, ne? Also da ist ja auch viel Handarbeit gefragt dann, ne? Auf jeden Fall, ja, genau. Aber Herr Bülcher, der ist auch bei uns Mitglied im Verein und so wie jetzt auch mit diesem Termin, kommt uns sehr entgegen und hält uns auch, wo es geht. Okay, wir müssen natürlich auch alles bezahlen, aber ist eigentlich so ein freundschaftliches Verhältnis schon zwischen uns. Ich kann es mir denken. Ich habe bei dem ja letztens gedreht. Ich glaube, der drückt mein Auge zu. Ja, genau. Ja. Ja. Wenn ich zurückdenke, die zweite Hochzeit, die ich hatte, der Standesbeamte und ich haben nie dran gedacht, wie ist es mit Hochwasser, weil der Kutter auch hier im Schlick liegt. Also wir haben ja Tiefgebiet hier. Ach, meine Güte, oh Gott. Und dann kam die Dame aus dem Murmeland mit einem langen Kleid und das war das niedrigste Wasser. Der Kutter lag ungefähr 3,5 Meter unten im Schlick. Und dann kam die Braut schweißgebadet. Oh Gott, Foster, komm mal nicht runter. Und die musste dann an der Kaimauer diese schmale Leiter runterklettern mit ihren weißen Stöckelschuhen. Ja, genau. Wir haben auch so eine Eisenleiter. Ja, genau. Da muss sie dann runter mit dem langen Kleid. Und vergesse ich nie wieder. Rosa-rotes Kleid, ganz weit geschwungen. Und oh, ha. Das hat eine halbe Stunde gedauert, dass wir da mal an Bord hatten. Aber wir haben es geschafft. Und dann habe ich zum Standesbeamten gesagt, so, mein Lieber, weißt du was, du musst jetzt ein Tidekländer haben. Und wenn die anrufen, dann nur bei Hochwasser. Ja, das geht ja gar nicht. Dann können die anschließend auch immer rausfahren. Das war auch ein Anfängerfehler wahrscheinlich dann, ne? Auf jeden Fall. Aber das ist dann gleich korrigiert. Ja. Und der Mann hat sie nicht runtergetragen, aber das kann man bei diesen Leitern auch nicht. Das war ein harter Start in die Ehe. Was haben Sie da noch mehr erlebt an Bord? Wenn man mit Menschen zu tun hat, erlebt man ja immer so einiges. Da gibt es ja bestimmt noch weitere spannende Geschichten. Ja, genau. Also es sind ja auch, die bei mir heiraten wollen, die geben das dann der Familie preis. Und dann die Familienangehörigen rufen dann bei mir an zu Hause und sagen, ja hier, meine Schwester, die heiratet dann und dann. Wir möchten ihnen gerne eine Überraschung bieten. Zum Beispiel, wenn sie denn von dieser Tour wiederkommen, dann stehen wir vorne am Steg und lassen weiße Tauben fliegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Ja, und dann der Nächste kommt dann, ja, ich spiele in der Band. Und dann sagt die Band, wir wollten ihn überraschen. Und dann kommen wir dann in den Hafen, dann muss ich ganz langsam fahren und dann fängt die Band an zu spielen. Und er war der Sänger. Und dann sind auch schon manchmal so Tränen gefallen. Also das ist, das war immer so ganz emotional, immer ganz, ganz, ganz tolle Sachen. So. Ich habe auch mal ganz was anderes gehabt, dass die Schwiegermutter nicht mit nach unten wollte, in der Kajüte, haben wir auch schon mal gehabt. Die Gesellschaft, die heiraten wollten, die saßen schon unten. Da kam die Schwiegermutter, auch mit einem langen Kleid, die saß hinten in Witzow bei der Pferde auf der Bank und die haben auf diese Schwiegermutter gewartet. Und dann war da ihr Mann, du komm doch her. Und dann kam sie ganz langsam angetrottet und er guckte mich an und dann ich hatte sie mit ihrem langen Kleid auf den Kutter und dann ist aufs Kleid getreten. Oh Gott, da hat sie mich angeguckt. Ich sagte, tut mir leid, ich sehe den mit dem langen Kleid. Ja, ja, ist schon gut. Hat sie geguckt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, ich sagte, da, die Luke ist auf, sie sitzt schon unten und warnt auf sie. Da unten, da gehe ich doch nicht hin. Du meine Güte. Und dann ihr Mann, der war noch oben und dann ihr Mann, dann habe ich dann ein bisschen alleine gelassen, haben dann ein bisschen diskutiert. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Voss, Sie sind doch der Kapitän des Kutters. Helfen Sie mir bitte, dass ich wieder von Bord komme. Da war schon vor der Hochzeit der Haussegen schief. Ja. Ich meine, es war die Schwiegermutter, aber ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich sie an Land auf dem Steg und dann ist sie dann zum Fischhaus da, hat sich da einen Stuhl genommen, unterm Balkon hat sich hingesetzt und ist die Hochzeit ist vollzogen worden. Anschließend haben wir noch eine Stunde gefahren und die Dame hat immer noch unterm Balkon gesessen, als wir wiederkamen. Immer noch mürrisch. Und dann ist dann die ganze Gesellschaft von Bord gegangen und ist dann Richtung Witzum, die wollen noch essen, sind aber alle an der Schwiegermutter vorbeigelaufen und nach ungefähr 100 Meter Abstand ist dann die Schwiegermutter dann auch hinterher. Aber ob sie mitgegessen hat, weiß ich nicht. Wahnsinn, da war die Stimmung doch richtig im Keller, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Oje, oje, oje. Sind das viele, die im langen Kleid auf dem Kutter heiraten? Wenn ich auf dem Kutter heiraten würde, würde ich mich, glaube ich, recht kernig anziehen. Ja, aber das ist ganz verschieden. Einige total auch elegant, auf weißes Kleid und andere kommen mit Jeans und ja, ganz leger. Aber das ist so, ja, 50-50, kann man so sagen. Viele kommen natürlich auch, die gehen dann extra nach Ditzum, kaufen sich ein Fischerhemd und Fischermütze und kommen die dann vollgestylt so auch an Bord und ja. Ja, die finde es auch schön und dann ist es für mich auch gut. Ja, muss ja jeder so machen, wie er den Tag gerne erleben möchte, ne? Ja, genau. Ich mache das ja immer so, wenn unten der Standesbeamte, dann sitzen dort ja unten und dann mache ich mit ihm vor dem ab. Wenn du dann fertig bist, dann habe ich unten eine Glocke, dann klingelt er, dann mache ich die Schiebeluke auf und wenn das Brautpaar nach oben geht, dann mache ich oben die Musik an und dann wird eine schöne Hochzeitsmelodie gespielt. Ja, und dann gibt es ein Gläschen Sekt. Und wir gratulieren dann vom Verein, kriegen ein ganz großes, schönes Bild. Die sind immer sehr zufrieden, muss ich sagen. Also es gibt selten, so wie mit dieser Schwiegermutter, es war so ein Ausnahmefall, aber sonst ist alles top und ganz schön gelaufen, ja. Dann ist wahrscheinlich auch noch Fotoshooting an Deck, ne? Das ist auch, ja. Dann fragen die eigentlich, wenn die jetzt aus Duisburg oder Bochum kommen, haben sie dann einen Fotografen oder Fotografin, ob ich die dann bestellen könnte zu dem Termin, dann kommen die eine Stunde her, laufen mit Ditzum und ja, machen dort Fotos von den anderen Kuttern und kommen anschließend zu mir, zu unserem Kutter. Kommt dann die Standesbeamten, kommen ein paar Minuten vor dem und bringt dann alles mit. Und wir haben einmal gehabt, ein Brautpaar aus Rostock mit Oma. Oma war 89 und sind die Papiere aber nicht rechtzeitig hier in Jemgum bei der Gemeinde eingetroffen. Ja, da konnte die Hochzeit leider nicht stattfinden. Die war natürlich sehr traurig und dann Oma auch, ja. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch eine Tour machen. Und dann hatten die den Vorschlag, wir machen uns selber Ringe und haben selber Ringe gemacht aus, ich glaube, aus Pappmaché. Und dann haben wir dann im Dollar, so ganz an der Kante, haben wir denen die Ringe über Bord gelassen mit dem Blumenstrauß und Oma hat geweint und haben alle geweint und ja. War auch schön. Und die Trauung an Bord hat dann gar nicht mehr stattgefunden, oder? Nee, genau. War dann nur eine symbolische Fahrt sozusagen mit Oma. Was kostet das eigentlich, wenn man am Kutter heiraten will? Kostet 120 Euro. Da kann man ja nichts von sagen. Nee, da kann man nichts von sagen. Wenn die anschließend noch fahren wollen, kostet natürlich für die Stunde 100 Euro mehr. Mhm. Aber wir wollten eigentlich gerne, dass viele heiraten bei unserem Kutter. Und wenn wir dann sagen, das kostet 300-400 Euro, dann kommt ja auch keiner. Ja. Haben Sie denn in diesem Sommer noch Plätze frei oder sind Sie schon ausgebucht? Nee, also wir haben noch Plätze frei. Obwohl die Wochenenden eigentlich schon dieses ziemlich ausgebucht sind, auch mit Hochzeiten, auch mit Fahrten, dann wird es doch manchmal eng. Da muss man sich beeilen. Ja, also unser Rekord war vor 2 Jahren in auch Corona-Zeit mit 18 Hochzeiten. Also von April bis Ende Oktober, dann fahre ich wieder leer in den Museumshafen.
bei 18 Hochzeiten und das war doch schon ganz toll. Also. Ja, Sie können täglich nur eine machen wegen der Tide oder wie viel schaffen Sie dann täglich? Nee, wir können noch zwei machen. Okay. Ja, und wie meldet man sich an? Also es gibt ja eine Seite kutter-heike.de und da findet man alle Kontaktdaten. Wenn jetzt Heiratswillige gerade zuhören und denken, das ist doch was für mich, dann... Ja, traditionskutter.heike@web.de. Das ist eigentlich die Adresse und da über diese Adresse melden sich dann bei mir an, mit einer E-Mail und fragen dann an, dann und dann möchten wir gerne heiraten, wie sieht es aus mit dem Wasser, haben Sie Zeit? Ja, und so machen wir das dann, den Termin ab, schalte dann den Standesbeamten ein, weil der muss auch ja Zeit haben, um das zu machen und dann wird das Ganze vollzogen. Ja, ja, klasse. Herr Voss, danke, dass Sie uns mit nach Ditzum auf dem Fischkutter genommen haben und uns das Heiraten an Bord schmackhaft gemacht haben. Ja, gerne. Also, dann, ja, ich bedanke mich auch. Na dann, genießt den Wonnemonat Mai, so wie es sich für euch richtig anfühlt. Und wenn ihr heiraten wollt, wenn ihr Ja sagen wollt, dann kennt ihr jetzt eine coole norddeutsche Location, wo man das wunderbar machen kann. Ditzum ist zudem ein malerischer Ort. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht, genießt das Leben. Lasst es euch gut gehen und kommt doch einfach nächste Woche wieder mit mir ins Meer.